Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Ausgepackt. Heute sehen wir uns die Preview von Pirates of New Horizons an. Ein Spiel, das für mich etwas Leichtes Besonderes ist, denn es ist von einem guten Kollegen von mir. Also heißt ein Indie-Spiel aus Deutschland. Es ist auf Englisch, aber das sollte uns nicht stören. Wir gehen einfach mal direkt gleich ins Spiel rein. Ja. Das Ganze ist ein, wie soll man das beschreiben, ein Action-Plattformer, der einige Vorbilder hat in verschiedenen Spielen und Genres. Genre, ihr wisst schon, was ich meine. Das ganze Spiel wurde von einem einzigen Menschen, und zwar von meinen Kollegen halt, modelliert. Das heißt, alle Grafiken, die ihr jetzt im Spiel seht, und alle Texturen und ähnliches, sind von einem einzigen Menschen gemacht. Von daher, ja, verdammt beeindruckend, würde ich einfach mal sagen. Steuerung ist Standard. Ich spiele mit dem Xbox 360 Controller, rechter Stick Kamera, linker Stick bewegen. Wir können Doppelsprung machen. Mit B können wir kicken, diesen Kick auch aufladen. Mit X schlagen wir zu. Und mit LT können wir eine Art Zielmodus anmachen. Das ist so erstmal das Wichtigste. So, wie wir sehen, unser Schiff ist da hinten gecrashed. Das heißt, wir sind jetzt einfach mal auf diesem Planeten hier oben, beziehungsweise diesen Krater. Das Video ist übrigens in Full HD, da es mal ein PC-Spiel ist, von daher würde ich euch raten, macht es ruhig an, denn es lohnt sich bei diesem Spiel. Es ist wirklich ein unfassbar hübsches Spiel. Und wenn man halt die Alpha des Spiels kennt, dann ja, ist es sogar noch viel beeindruckender, was sie über die ganzen Monate getan hat. Und ich sehe sogar, es ist eine etwas ältere Version, als ich sogar schon gesehen habe. Was nicht schlimm ist. Das ist immer noch sehr gut. So. Jetzt machen wir ihn hier. Ich werde die meisten Texte jetzt skippen. Die Preview könnt ihr auf piratesofnewhorizons.com selbst spielen. Ihr benötigt dafür einfach nur den Unity Player, den man kostenlos runterladen kann. Das Spiel könnt ihr auch bereits vorbestellen. Für, ich glaube, ich will gerade gar nicht lügen, ich werde den Preis ebenfalls wie die Adresse einfach einblenden und gut ist. Wenn ihr das Spiel vorbestellt, bekommt ihr noch ein Bonuslevel in dieser Preview. Ansonsten könnt ihr eben ein Level anspielen. So, Katze werfen, immer eine gute Sache. Und alle lieben natürlich Jump Pads. Stampfattacke muss immer dabei sein. Stirb! Meine Güte. Widerspenstig. Nee, irgendwo ein bisschen Leben. Nee. In der Kiste? Auch nicht. Das Spiel ist ziemlich gut optimiert. Denn mein Kollege weiß, was er tut. In anderen Worten, ihr könnt es ruhig auch auf dem älteren PC anspielen. Es sollte eigentlich recht flüssig laufen. Auch wenn das vielleicht gar nicht so aussieht, weil wirklich verdammt viel auf dem Bildschirm ist. Aber ja, wer die Technik dahinter kennt, der wird verstehen, dass es einfach nur verdammt gut optimiert ist und deswegen flüssig läuft. Wie eben jetzt auch bei mir in Full HD mit Kantenlättung und allen Details hochgestellt. Also ja. Und selbst ich kriege hier ohne Probleme 60 Bilder pro Sekunde. Das ist verdammt beeindruckend. So, wir können das noch nicht verwenden, denn der Motor ist kaputt, deswegen gehen wir nach unten und reparieren ihn. Den Kätzchen kann das. Komm Kätzchen, wir müssen nach oben. Oben links hier den Kompass, der euch immer zum nächsten Ziel bringt. Ist halt eine nette Variante, damit auch Casual-Spieler kein Problem haben mit dieser Art von Spielen. Und los fliegen wir.
Hier haben wir unser großes Ziel. Dieses Haus soll eines Tages mal uns besitzen. Und es kostet einen Haufen voller Gold. In anderen Worten, das ist unser Ziel. Wir brauchen einen Haufen voll Gold. Okay. Unser Schiff ist jetzt komplett kaputt. Es kann sich nicht mehr bewegen, aber es schwebt noch, weil warum denn nicht? Flop. Wir können jetzt mit allen möglichen Leuten hier reden, aber das sparen wir uns gerade mal. Und genießen einfach diese wundervolle Aussicht. Ich kann es immer wieder betonen, es ist einfach nur ein verdammt schöner Stil, den ich sehr gerne mag. Deswegen auch mal sehr gespannt bin, wenn eben neuer Content ins Spiel hinzukommt. So. Gold. Haben wir. Hauen wir uns damit die Fernbedienung. Denn anscheinend ist nur die Steuerung kaputt. Das heißt, wir können damit unser Schiff herholen. RT. Da ist es. Jetzt gehen wir hoch und aktivieren mal die erste Welt. Das Ganze hier ist übrigens sozusagen die Hub-Welt, das heißt, hier werdet ihr immer wieder herkommen, wenn ihr ein Level geschafft habt. Aber so für die Kommentar-Leute und alles. Ich würde einfach mal sagen, ratet mal, vor was für Sachen hier alles so inspiriert wurde, von welchen Spielen. Es gibt ein paar offensichtliche Sachen, einige Sachen sind nicht so offensichtlich. Ich kann nur sagen, mein Kollege ist genau wie ich ein totaler Nintendo-Nerd. Das heißt ja, da sollte man anfangen zu suchen. Aber auch andere Spiele sind hier vorhanden, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht. Natürlich ist es alles an sich sehr originell und bla natürlich, aber ich denke mal, wenn man durch Gras geht und es niedermäht, dann denkt man etwas anderes in dem Moment. So, wir haben das erste Level aktiviert. Deswegen gehen wir da auch gleich mal rein. Und zwar der gute Vulkan. Yes! Aber genau da kommt der ganze Haken an der Sache, denn ja, dieses Level sozusagen, was ihr jetzt hier seht, wo ihr den Grappling Hook und ähnliches bekommt, gibt es nur in der vollständigen Preview und die zeige ich euch natürlich nicht. Einfach deswegen, weil, wenn ihr sie sehen wollt, müsst ihr pre-ordern. Komme ich hier wieder raus oder bin ich jetzt hier gelockt? Komme ich hier raus? Ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. Schade, sonst wäre ich einfach noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Ich würde sagen, dann mache ich hier einfach einen Cut und starte das Spiel kurz neu und zeige noch ein wenig von der Stadt. Also, ja, ein Cut hier. Woo! So, dieser Cut war zum Glück größtenteils unnötig, denn mit der Escape-Taste ist man tatsächlich doch noch rausgekommen. Ich habe jetzt einfach nur versucht, auf dem Controller irgendwas zu mashen, aber es ging nicht. Gut, wir gucken uns nochmal kurz wenig die Stadt an, einfach weil ich sie sehr schön modelliert finde. Hier haben wir eine kleine Übersicht von der Stadt. Da sind wir. Das sind die einzelnen Level, die Lighthouses, beziehungsweise die Leuchttürme sind halt sozusagen die Level-Eingänge. Wir haben eine wundervolle Windmühle. Und das Schöne ist eben, dass sehr viel Wert darauf gelegt wurde, dass egal wo man jetzt eben hingeht, man wird dafür belohnt. In anderen Worten, man findet halt überall kleine Münzen oder Rubine oder auch Schatzkisten. Und dann, egal wo ihr jetzt hier hingeht, ihr werdet immer etwas finden. Das ist eigentlich eine nette Sache, die auch vor allem wichtig ist, um den Spieler zu belohnen, halt das Level zu erkunden. So, gehen wir mal
Einmal hier hin. Block 02. Hier wäre ebenfalls ein Level-Eingang. Da hinten würden wir, ich denke nur, in der Preview-Version, die man bekommt, wenn man kauft, kann man da dann die Ninja-Shoes bekommen, mit denen man eben dann à la Sonic sozusagen auf den Carbon hier grinden kann. Was auch ziemlich cool ist, vor allem um hier in dieser Stadt voranzukommen, auf den schnellsten Wege. Wir haben hier noch ein paar Leute, die Sachen verkaufen. Ups, schauen wir mal, ob wir irgendwie hinkommen. Die Rubine nehmen wir mit. Diese Rubine kam mir gerade bekannt vor. Ich muss meinen Kollegen mal was fragen. Wobei, ich glaube, er hat sie für dieses Spiel extra angefertigt. So, was haben wir hier? Okay. Limonade. Yes! Und schon haben wir wieder Leben. Sawmill Industries. Was haben wir hier? Center Recruitment Navy. Ich bin gespannt, ob das alles in der vollständigen Version sozusagen noch eine tiefere Bedeutung bekommt. Das sehen wir dann. Hier können wir ein Herzteil holen, soweit ich weiß. Aber so viel habe ich gerade nicht. Dann wiederum glaube ich, dass hier in der Mitte, wenn wir hier ins Wasser gehen und ein bisschen schwimmen, dann sollten wir hier unten, was ich weiß, einen Herzcontainer finden. Yep. Und schon hätten wir ein Herz mehr. Praktisch, ein Jump-Pad. Das mich direkt aufs Schiff bringt. Gibt es sonst noch etwas, was ich jetzt direkt zeigen müsste? Ich denke nicht, den Rest könnte man eigentlich selbst erkunden, würde ich fast behaupten. Von daher, ja, geht auf die Seite, probiert unbedingt das Spiel aus und wenn es euch gefällt, dann unterstützt die Jungs. Es sind, wie viele arbeiten jetzt? Ich glaube, es arbeiten aktuell 4 aktiv dran mit ein paar Leuten außerhalb. Und ja, unterstützt die Jungs. Sie hocken in Deutschland, sie hocken in Hamburg und wir wollen mehr von ihnen sehen. Ich sag nicht mehr und, weil ich viel zu oft und sage. Deswegen sage ich tschüss. Bis zum nächsten Mal.